der Holzgestalt bestimmt, ist der Zerfall. So fordert es der Zeitenlauf. Aber noch im morbiden Prozess offenbaren sich Formenkraft, Ebenmaß und Schönheit. Das Neue hat den Platz eingenommen. Nun dient rauhrindiges als formender Rahmen und palisadenhaft geschützt wird angehäuftes Erdreich zu einem Raum für Werden, Wachsen und Leben. Die Lebensbereiche in der kleinen Landschaft sind längst abgesteckt. Aber während neugieriger Erkundung der Umgebung nicht sofort für jeden erkennbar. Schnell heißt es, hier nicht erwünscht. Die Bewegung der Ameisen verrät kein Warum, der Weg keine Herkunft und auch kein Ziel. Folgen Sie dabei einer Landkarte, einer Skizze vergangener Zeitläufe, von der Baumnatur angelegt? Rätselhaft bleiben auch Entstehen und Bedeutung der Zeichnungen im gewachsenen Holz. Die Zeit, Schöpferin abstrakter Gemälde, die Zeit wird erlebbar als Wandlerin der Welt. Was einst blühend gewachsen, seinem Trieb folgend, sich verzweigend emporstrebend, ist nun nacktes Skelett, beraubt seiner Lebenssäfte, ausgelaugt, Falten werfend. Ist Antlitz des Vergehens am Ort, dessen Boden es einst genährt. Die Natur als Bildhauer. Die Zeit erlaubt ihm den Auftritt in wechselnder Erscheinung als Sonne, Nebel, Wind, Regen, Gewitter, Schnee, alles wird seinen formenden Kräften unterworfen. So zeigt die Zeit beständig Momente der Veränderung. Bewegung wird sichtbare Zeit. Musik
Der Jahreszeitenwiederkehr wandelt der Erde Kraft. Sie lässt wachsen, lässt reifen, lässt blühen, bis zum Vergehen, auf das Neues wachsen folgen wird. Alles wird zu seiner Zeit auf vollkommene Weise getan. Was erzählt der Zeitenlauf? Welches Bild des Wandels prägt sich ein? Erkennen wir die Schichten des Seins, des Lebens wandelbare Schönheit? Die kleinen wechselnden Momente sind unsere Zeit im großen Raum der Ewigkeit. Zufrieden mit dem endlichen im wandelbaren Sein.